Wir nehmen das letzte Video zurück und wir denken nochmal schwer darüber nach, ob wir nicht doch nach Amerika. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist mal wieder Sonntag. Das bedeutet Open House. Und das bedeutet, wir gehen Häuser anschauen. Voll gut, ne? Das wird langsam so zur Routine am Sonntag. Ja, nur blöd, dass es der letzte Sonntag hier in L.A. ist. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Das ist tatsächlich unser letzter Sonntag hier in Los Angeles. Und den genießen wir. Wir gucken heute, wie gesagt, jetzt Häuser an. Wir wissen noch nicht welche. Wir wollten eigentlich günstigere Häuser anschauen. Aber also es wird günstiger, wesentlich günstiger, aber immer noch richtig schöne Häuser. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Wir haben einen Kumpel mit dabei, den Mike, und der hat da eine gute Idee, wo wir hinfahren. Und deswegen, let's go. Wir sind gleich da. Es sind aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen kleinere Häuser, gell? Und das Haus hier an der Ecke, schauen wir uns jetzt an. Das hier. Wow. Oh ja. Okay, aber das sieht nicht ganz so günstig aus. Nee. Nicht ganz. Das ist echt schön. Der kleine Drache ist bereit. Da gehen wir jetzt rein, gell? Man sieht hier draußen schon, dass die einen Basketballplatz haben mit zwei Basketballkörben, was Tommy schon feiert. Wir haben bisher jetzt schon zwei Open-House-Besichtigungen gemacht und auch jeweils die Kamera mitgenommen. Also wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, verlinke ich die unten nochmal auf jeden Fall in der Infobox. Und wir haben jetzt auch schon rausgefunden, was das Haus hier kostet. Was kostet es? 5 Millionen. Eigentlich wollten wir ja günstigere Häuser anschauen. Aber da ist ein Basketballkorb dabei und ich habe einen Basketball und ich mag Basketball. Die Zeit ist gekommen. Mike ist da. Hi Mike. Hey, what's up? Sehr klassisch, finde ich das irgendwie. So sehr erwachsen. Ja, hier ist ein kleiner Sitzbereich. Ich glaube nicht, dass das das Wohnzimmer ist, weil hier ist kein Fernseher. Und hier ist das Esszimmer eingerichtet. Und ich finde, das hat sehr viel Stil. Und vor allem diese Spiegel. Ich brauche diesen Spiegel unbedingt. Oh, Schatz. Ich brauche diesen Spiegel. Hier ist so ein Weinkeller. Oh, das ist ein Weinkeller. Ja. Oh, schau mal, voll schön sieht das aus. And it's a good use of, because the stairs is right here. So it's a good use of space for the stairs. And it's temperature. Jetzt kommt, oh, Gleichgewichtsstörung. Jetzt kommt voll die schöne Küche. Was ist das? Oh mein Gott. Also es ist ganz anders wie sonst. So, also gar nicht so modern, aber ich finde den Stil richtig schön. Das ist richtig schön. Gell? Was ist der Kühlschrank bitte? Open the doors. Okay, ciao. Also die Küche ist wirklich wunderschön. Ich mag das auch mit dem Gold, aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal eine Küche rein habe für mein Haus, dann wird es schon eine etwas modernere Küche werden. Aber ich finde so in dem Haus, finde ich, passt es voll gut rein. Ne? Auch schau mal, die Lichter, voll schön. Mega. Und da hinten, man sieht schon, das Wohnzimmer. Oder? Das ist das Wohnzimmer, ja. Ja, bloß der Fernseher ist nicht drin. Ne? Ich glaube, da hinten kommt noch ein Fernseher rein. So, und hier. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsplätze. Die Pool Area. Oh Mann, ich liebe das so an den Häusern hier. Jedes Haus hat einfach einen Pool. Jedes Haus hat, wenn man ein Haus hat, was viel Geld kostet. Aber ich finde, das macht so viel her. Es ist so schön und vor allem mit diesem Jacuzzi. Oh. Da würde ich jetzt gern rein wollen. Hi! Einen riesen Garten! Das wäre halt für Kinder echt ideal. Und Grillstation. Mike, what is that?
It's a pool house. Ich dachte, dass das ein Gästehaus ist, aber das ist nur ein Poolhaus. Wow. Okay, und hier ist noch ein Badezimmer. Also wenn man hier am Pool ist und chillt und so. Komm, komm, komm. Oh. Das Haus ist wirklich riesig. Hier ist noch so ein offenes Gästezimmer und hier ist ein Arbeitszimmer. Das ist alles noch im Erdgeschoss. Und das ist nochmal so ein Spiegel. Oh, I need it, really. Und wir gehen jetzt runter. Die haben nämlich hier in dem Haus einen Keller und die schwärmen alle davon. Ich sage die ganze Zeit, ihr müsst runtergehen, ihr müsst runtergehen, ihr müsst runtergehen. Jetzt gehen wir runter. Ich weiß, was da unten auf uns wartet. Ich riech schon. Okay, ciao. Ha. Wellness! Oh, hell no! Indoor pool! Oh mein Gott! Oh wow! Indoor pool! Okay, that's crazy! Sauna, Dampfbad, Fitnessstudio. Und Kino! Like the Mama Mia? You happy? Yes, she happy. Alter Schwede! Einfach nur sprachlos, wirklich. Und schon wieder so ein Spiegel. Ich glaube, der war im Sonderangebot, weil sie so viele davon haben. Schatz, ich habe mich sowas von in diesen Keller verliebt. Ich brauche das irgendwann mal. So ein Keller mit Fitness, Dampfbad, Sauna, Pool, Kino. Oh mein Gott, das muss es doch irgendwie günstig geben, oder? Okay, also der Keller, der hat mich komplett gekillt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach oben. Und was ist hier? Master Bedroom. Das ist das Master Bedroom. Das ist schön, denn es ist kleiner wie in den anderen Häusern, aber ich finde, es hat voll viel Stil. Es muss nicht so riesengroß sein. Badezimmer dazu, das passende. Oh, ja, jetzt noch alles. All included. Und ein viel zu kleines Ankleidezimmer, aber trotzdem voll schön. Ja, also zu klein ist es nicht. Also ich. Hast du noch alle Latten am Zaun? She said that's too small. Ja, für mich ist es genug, aber du kommst ja auch noch dazu. Jetzt geht's zu den Kinderzimmern. Hier ist glaube ich ein Kinderzimmer. Erstes Kinderzimmer. Zweites Kinderzimmer und auch jeweils mit Ankleide und Badezimmer. Ankleide und Badezimmer. Voll schön. Mega. Also dieses Haus war für uns gerade eine richtig, richtig große Inspiration. Ich fand den Kellerbereich einfach unnormal schön und auch die Wohnbereiche, das Haus, den Stil, der war einfach echt ganz arg toll. Und ich finde, von den allen Häusern, die wir bisher angeschaut haben, war das eins der familiärsten. Also wo man sich ja wirklich vorstellen könnte, auch mit Kindern zu wohnen. Natürlich war es viel, viel, viel zu groß, aber mal davon abgesehen, fand ich es richtig schön. Wir sind jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Haus, gell? Yes, und zwar gehen wir mit der Preisspanne ein bisschen runter. Und es handelt sich so zwischen 1 bis 2 Millionen. Ja, 1, 2 Millionen wird es jetzt kosten, was wirklich das günstigste ist, was wir uns dann hier angeguckt haben. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was uns da erwarten wird. Hier gibt es sogar einen extra Security Entry. Das heißt, du hast hier deinen Pförtner, der dich reinlässt oder nicht, je nachdem, ob du hier wohnst oder nicht. Wir wurden jetzt reingelassen, weil wir den Gästeeingang gehabt haben. Und hier seht ihr schon, das Tor, das geht auf. Und dann bist du drin. Also das ist jetzt das Haus, was wir anschauen werden und da gibt es ganz, ganz viele in dem Stil, weil die alle neu gebaut worden sind und die kosten alle so zwischen 1,1 Millionen und 2 Millionen. Ich habe mich aufklären lassen, weil ich finde, das Haus sieht so groß aus und so schön aus, warum das so günstig ist. Hier spielt ganz, ganz viel die Rolle, wo das Haus steht. Und jetzt sind wir etwas außerhalb, nicht weit, aber wir sind außerhalb. Und da sind die Häuser einfach wesentlich günstiger. Und wenn das gleiche Haus jetzt zum Beispiel in Beverly Hills stehen würde, würde das natürlich auch seine 4, 5 Millionen kosten, ne? So, ich muss es euch mal abfilmen. Hier sind nämlich die Preise drauf. Und da gibt es halt dann so Spanisch, Toscan-Style oder Italian-Style und sowas. Und das sind die Preise. Also wirklich sehr faire Preise. Und sowas ist halt dann schon realistischer, ne? So, wir gucken uns jetzt ein spanisches Haus an.
Und das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und los geht's! Thank you! Okay, ich sehe, oh mein Gott, ich sehe schon den Pool. Ich bin gerade völlig sprachlos. Richtig sprachlos. Ich muss direkt rauslaufen an den Pool, weil wirklich, das ist das günstigste Haus, was wir bis jetzt angeguckt haben, aber dieser Pool übertrifft einfach alles. Ich bin gerade völlig fasziniert davon. Schaut mal diesen wunderschönen Pool an mit dieser Chill-Area da oben. Und da geht's noch weiter. Hier ist der Jacuzzi. Und hier ist einfach noch eine richtig geile Chill-Area. Schatz, ich glaube, wir überlegen das nochmal mit der Auswanderung, oder? Hier noch eine kleine Area zum Grillen. Und diese Küche. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. So richtig, das ist, finde ich, so eine richtige American Kitchen. Und auch das Wohnzimmer da hinten. Hier ist gerade alles einfach schön. Und ich sag euch, in München würde man niemals, niemals für diesen Preis so ein Haus finden. Ich muss noch mal ehrlich sagen. Wir nehmen das letzte Video zurück und wir denken nochmal schwer darüber nach, ob wir nicht doch nach Amerika. Ey, ich bin so, und das ist erst der Anfang. Ja, das habe ich hier schon alles gezeigt. Wir müssen unbedingt nach oben gehen, Schatz. Ich bin so geflasht von diesem Haus hier gerade. Also, was heißt Haus? Wir haben ja noch gar nicht so viel gesehen, allein schon das hier. Ja, das hat halt alles übertroffen gerade. Das ist wie im Urlaub. Wie im Urlaub. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, Schatz, ist Garten. Ja. Aber, ja, aber man hat man das hin. Hier. Aber kriegt man hin. Komm, wir gehen mal hoch. Nehmen wir diese wunderschöne Treppe. Schatz. What? Da ist sogar ein Kinderzimmer. Ein Mädchenkinderzimmer. Oh, hier noch. Oh, hier noch. Oh, no. Okay. Oh, mein Gott, Mia, look at this. Okay, wow. Jetzt schau Mia's Reaction. Tee Party? Wow, und schau mal da drinnen. Schau mal da drinnen, da ist eine Küche. Guck mal. Und schau mal das Bett an. Film das mal bitte ab als Inspiration, Schatz. Das ist doch wunderschön. Like, dude, what little girl has a chandelier? Ja, komm, wir gehen ins Bett. Wow, das ist doch ein Mädchentraum. Wow. Sie hat ihr eigenes Badezimmer. Aha. Nice and pink. You happy? Und ein riesen Kleiderschrank hat die Maus dann. Das sind extra, das sind doch die Kleiderschränke, die man aus den Horrorfilmen right. kennt. She hasn't seen it. Look, Mia. So, jetzt kommt das Master Bedroom. Wow, schau mal. Wir haben einen extra Balkon, Schatz. Up in the morning, coffee. I woke up like this. Wow. So, und hier ist das Master Bathroom. Ja, das Badezimmer. Und hier noch eine Dusche und Toilette und zwei Ankleidezimmer. Hier einmal. I think that's the man, Kevin, ja? Yeah? Tschüss. Everything. Und da vorne ist für mich das Ankleidezimmer. So, wie gesagt, wir sind total verliebt in dieses Haus. Die Größe ist auch perfekt. Es ist kein Zimmer zu viel. Es sind zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer. Ach doch, hier unten war noch ein Gästeschlafzimmer für Freunde oder für Familie. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn bald hört das Open House auf. Wir haben nämlich schon viere. Um 5 Uhr macht alles zu und wir wollen unbedingt noch einen weiteren Style auch hier in dieser Area anschauen. So, das ist das andere Haus, was wir jetzt anschauen. Es ist direkt nebenan und das ist jetzt ein Italian Style. Oh! Oh, wow. Okay. Diesen Style hier mit diesen zwei Treppen ist einfach geil. Oder, Schatz? Aber bevor wir euch das Haus jetzt zeigen, grüßen wir noch jemanden. Wir kommen gar nicht dazu, jemanden zu grüßen, weil alles einfach gerade so aufregend ist. Aber die ganz liebe Grüße gehen an Mikey Singh. Ganz liebe Grüße von uns an Dave.
Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und jetzt muss ich euch direkt wieder den Pool zeigen, bevor ich euch alles andere zeige. So, hier ist die Pool Area vom Italian Style. Hier ist eine Grillecke und ein riesengroßer Pool. Oh, sogar Palmen. Oh. Also ich muss ehrlich sagen, der Pool im anderen hat mir besser gefallen mit der Area. Ja. Aber der ist jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen größer. Aber der andere Style fand ich jetzt schon schöner. Aber ja, diese Aufteilung von der Wohnung hier, Schatz. Also vom Stil her finde ich das hier fast schöner. Wohnzimmer. Okay, wir müssen hier mal uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Das Video geht ewig. Wohnzimmer. Freunde, hier, Team Harrison. Wirklich. Ihr müsst uns alle besuchen kommen, wenn wir so ein Haus kaufen. Küche, hier. Oh. Ich koche für euch hier drinnen. Ja, wow. Und wer mitkochen schön will, kann da drinnen auch noch kochen. Ich habe zwei Küchen in einer. Warum, weiß ich nicht, aber. But like Jewish people or Indian people, they use it as a spice room. Ah. Or like if Jewish people, they want kosher. Mm-hmm. So they have one that's only kosher. Ah, okay. So they, because they can't cook on certain things. Right, right, okay. Ah, okay, okay. Did you see this? Jetzt geht's nach oben. Also diese Aussicht ist wirklich phänomenal, Schatz. Dann ist hier ein girly room. Mit Balkon. Oh ja, sogar voll der schöne Balkon. Wow. Wow. So, ich gehe jetzt hier auch mal ein bisschen schneller noch durch. Hier kann man auch schön nach unten gucken in den Eingangsbereich. Dann ist hier die Waschküche. Und hier ist dann nochmal ein Kinderzimmer, was auch sehr cool gerade eingerichtet ist. Aber das kann man ja dann dementsprechend machen, wie man es möchte. Mike geht voll auf gerade. Das ist so richtig sein Haus. Okay. Wow, das ist jetzt das Master Bedroom. Okay. Wow, bam! Different colors, orange, green, blue. It's dual. Oh, da kann man sogar Feuer anmachen. Fernseh, Badewanne. Okay. Hier mit Feuer. Crazy. Und hier dahinter dann direkt das Ankleidezimmer. Okay. It's a department store. Schatz, wir haben echt ernste Gespräche zu führen später, das weißt du, oder? Ein großes Problem. Ja, ein sehr großes Problem. So, wir haben gerade gehört, dass der dritte Style auch direkt nebenan ist. Und das werden wir jetzt auch noch anschauen und das werden wir euch auch noch mal zeigen, weil alles so verrückt ist, dass wir das euch zeigen müssen. Das ist jetzt das dritte Haus, was wir anschauen. Und was für ein Style ist das? Rustikaler, siehst du ja schon hier auch, so mit den Holz. Vasen. Ich weiß, was du meinst. Genau. Ah, hier Andalusien. Ja. Okay. Welcome! Yeah. Okay, ich laufe direkt mal wieder durch, okay? So, ich schwenke mal kurz nach links. Warte, die Kamera, die ist gerade so dunkel. Jetzt. Okay, Tommy hat seinen Platz gefunden, ne? Eine Bar, eine Grillstation und ich gehe jetzt mal weiter. Hier ist auch nochmal eine Chill-Area, Wohnzimmer und jetzt kommt der Pool. Der Pool übertrifft schon wieder alles. Schatz, schau mal bitte diesen Pool an. Wir haben sogar einen Garten. Er ist zwar klein, aber wir haben einen Garten. Ein Jacuzzi hier oben. Der Pool und hier stehen sogar schon Sonnenstühle drin. Ja, auch nicht so tief. Ah ja. Hey, das ist ja dann ein Babypool für Mia. Ja, genau. Also man muss schon dazu sagen, so ein Pool, so ein Riesenpool ist schon nicht ganz ungefährlich mit Kindern, ja, muss man echt vor allem sagen. Der ist jetzt auch noch nach unten gesetzt. Die anderen waren alle nach oben gesetzt. Ja, und ach so, ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ebenmäßig. Der geht so und dann so kommt der Pool. Bei den anderen war es so und dann der Pool. Ja, aber da kann man sich dann im Notfall auch noch irgendwas einfallen lassen. Ja, daran sollte es nicht scheitern. Dann geht's hier weiter. Schau mal, wo Mia drin ist. Mia nimmt gerade ein Bad. Tust du hier baden, ne? Das sieht man voll immer in den amerikanischen Filmen, gell, dass die Kinder im Waschbecken baden. Hier haben sie aber auch wenigstens Platz.
Ja, eine wunderschöne Küche, wie in den anderen Wohnungen auch. Obwohl mir der Style jetzt nicht ganz so gut gefällt, weil er so ein bisschen, einfach so ein bisschen anders ist. Aber es sieht auch trotzdem wunderschön aus. Ja, da hinten geht die Küche übrigens weiter. So, da ist ein Raum direkt zum Chillen. Und ich zeige euch auch direkt mal die Schlafzimmer. Nummer 1. Das zweite Schlafzimmer. Und hier kommt das Master Bedroom. Okay. Okay. Oh, das gehört alles zum Master Bedroom, oder was? Hier ist auch wieder so eine Chill Area. Und hier hinten an das Schlafzimmer. Richtig schöne Aufteilung. Und hier ist mit Sicherheit das Badezimmer. Okay, das gefällt mir jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Da waren die anderen zwei schöner. Wir führen hier gerade krasse Verhandlungsgespräche. Nein, Spaß, wir informieren uns jetzt einfach mal, ob das wirklich so alles vom Preis her stimmt. Und natürlich ist es so, dass hier in diesem Haus, das sind Ausstellungshäuser, die man dann kaufen kann oder halt aussuchen kann und sich dann bauen lassen kann in dieser Area. Und dann kommt es darauf an, wie tief du baust, wie hoch du baust von den Preisen und natürlich, was du alles inklusive haben willst. Das sind alles Upgrades, also zum Beispiel die Decke so zu haben, ist ein Upgrade, die Fireplaces sind Upgrades, die Grill und den Garten, Pool, das sind alles Upgrades. Und die hat gemeint, wenn du das Haus jetzt genauso kaufen willst, wie es hier steht, dann bezahlt man schon auch seine 3 Millionen. Aber man, dann ist immer die Frage, braucht man 5 Feuerplätze, braucht man überall so krasse Wände, reichen weiße Wände, Decken. Es sind so viele Sachen, wo man halt dann ausrechnen muss. Aber ich denke, so zwischen 2 und 3 Millionen befindet man sich, wenn man so ein Haus haben möchte. Wir sind jetzt wieder auf der Heimfahrt und der Besichtigungstermin gerade war nochmal sehr, sehr gut für uns, einfach mal was zu sehen, was man ein bisschen außerhalb für sein Geld bekommt. Und natürlich muss man dazu sagen, ist das ein Haufen Asche. Boah, jetzt guck mal, wie hell ich bin im Gegensatz zu dir. Du bist immer heller im Gegensatz zu mir. Egal, wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Wahrscheinlich dann ist es unsere Heimreise nach Deutschland. Wir kommen wieder.